Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bei meinem allerersten Video. Heute große Weltpremiere. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein Nachsehen. Ja, ich mache das zum ersten Mal und ich hoffe, es kann trotz meiner Unperfektheit den einen oder anderen gefällt es dann doch ein bisschen und ja, würde mich freuen. Zu mir, ich bin die Steffi, bin seit Februar 2019 unabhängige Sensi-Beraterin. Und jetzt kommen bestimmt einige, Sensi, was macht sie da? Was ist das? Was kann das? Kann man das essen? Nee, essen nicht. Es riecht gut. Und das werde ich heute jetzt euch ein bisschen näher bringen, beziehungsweise, falls es euch gefallen sollte, den nachfolgenden Videos auch. Gut, Sensi, was ist das? Sensi wurde 2004 von Heidi und Orville Thompson in Idaho, Amerika, gegründet. Und erst viele, viele Jahre später kam es zu uns nach Deutschland. Das Hauptaugenmerk bei Sensi sind die elektrischen Duftlampen. Wir haben mittlerweile über 60 Designs, also von schlicht bis pompös mit Glitzer, ist alles vertreten. Es sind auch sämtliche Preisklassen vertreten und sie werden mit entweder Heizplatte oder mit Glühbirne betrieben, werden maximal 52 plus minus Grad warm. Also die Verbrennungsgefahr ist gleich fast null. Also wenn euer mal da ein Kind reintatscht oder so, also es wird vielleicht ein bisschen rot, aber man verbrennt sich nicht wie jetzt zum Beispiel an einer Kerze. Ihr habt keinen Ruß, keine Flamme. Das Wachs wird langsam geschmolzen, dass sich die Duftöle und die Duftstoffe schön langsam dann im Raum verteilen können. Und das Wachs wird flüssig und bleibt da, wo es hin soll, nämlich in der Schale. Das ist ganz wichtig. Ich hatte jetzt schon einige, die haben gesagt, ja, das Wachs wird einfach nicht weniger. Und nein, es wird auch nicht weniger. Also die Wachsmenge, was ihr in euer Schälchen reintut, bleibt immer die gleiche. Nur es duftet irgendwann einfach nicht mehr. Ganz einfach. Und um natürlich unsere schönen Lampen zur Geltung zu bringen mit Duft, gibt es unsere Sensi Bars. Wir haben über 85 Düfte, davon auch einige Disney-Düfte, in 7 Kategorien. Und zwar in fruchtig, Zitrus, blumig, frisch, hölzern, würzig und Bäckerei. Schaut von hinten so aus. Also ihr seht, 8 Würfel, die könnt ihr rausbrechen, je nachdem. Bei den neueren Lampen steht eine Zahl im Schälchen drin. Das bedeutet dann zum Beispiel jetzt, wenn 4 drin steht, dass ihr also bei 4 Würfel die maximale ultimative Dufterlebnis habt. Bei den Mini-Duftlampen zum Beispiel für die Steckdose ist je nachdem maximal 2 Würfel. Also mehr würde ich auf jeden Fall nicht reintun. Und die Dauer von diesem kompletten Bar liegt laut Sensi zwischen 80 und 100 Stunden. Also sprich, ein Würfel reicht euch 10 bis 12 Stunden. Haben wir es schon wieder, ne? Faden verloren, ganz blöd. Habt ihr jetzt zum Beispiel kleine Räume zu beduften, wie zum Beispiel Gäste-WC oder den Flur, würde ich immer empfehlen, 1 bis 2 Würfel. Habt ihr jetzt natürlich ein großes Wohnzimmer oder so, braucht ihr dann schon ein bisschen mehr. Und ja, ein Wachsbar mit 8 Würfeln kostet 8,50 Euro. Die Disney-Würfel kosten 9,25 Euro einer. Und es ist wirklich da für jeden was dabei. So, als nächstes haben wir unsere Car-Bar-Clips. Wie es der Name schon sagt, fürs Auto. Ihr seht hier dieses schwarze Stäbchen. Das wird
hier hinten reingesteckt und dann mit der geriffelten kommt es in die Lüftung vom Auto. Und wenn ihr dann die Heizung, also die Lüftung anhabt, dann habt ihr wunderbaren Duft im Auto. Hält auch laut Sensi 30 Tage. Und da kommt es auch wieder drauf an. Da gibt es andere Einflüsse noch dazu. Also ist es warm im Auto, ist es kalt im Auto? Was für eine Duftrichtung habt ihr? Manche sind intensiver, manche sind nicht so intensiv. Aber eigentlich 30 Tage seid ihr damit gut dabei. Dann als nächstes haben wir unseren Circle. Diese kleine runde Scheibe. Da ist jetzt der Duft zwischen 2 und 4 Wochen. Also ich würde mehr tendieren, so 2 Wochen plus minus. Entschuldigung. Und den könnt ihr zum Beispiel auch ins Auto hängen, in den Kleiderschrank hängen, in die Sporttasche, an den Rucksack, in die Handtasche. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Eben da, wo man Duft haben will, kann man so hinhängen. So, als nächstes haben wir unsere Carbars. Sind auch eigentlich fürs Auto. Ihr habt hier so ein Gummiband, könnt es eben an den Rückspiegel hinhängen oder an die Kleiderhaken im Auto. Manche Autos haben sowas. Mein Auto hat leider keine Kleiderhaken mehr. Oder in die Seite vom Auto. Eben auch da, überall, wo es gut duften soll, kann der hingehangen werden. Hat auch circa eine Dauer von 30 Tagen. Und eben auch schon, wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, wie die äußeren Einflüsse dran sind oder welche Duftrichtung ihr habt. Dann als nächstes haben wir unsere Scentpacks. Das sind kleine Duftkissen mit Kügelchen in Duftöl getränkt. Also keine Angst, da läuft nichts aus. Die sind gut verschlossen. Und könnt ihr auch in die Sporttasche, in den Kleiderschrank. Ich habe zum Beispiel einen seit fast 2 Jahren im Kleiderschrank hängen, Pima Cotton. Und wenn man den dann ein bisschen knautscht und ein bisschen drückt, dann kommen diese Duftkügelchen in Bewegung, würde ich sagen. Und dann duftet es auch wieder. Also bei mir im Kleiderschrank duftet seit fast 2 Jahren Pima Cotton und ist auch frisch gewaschene Wäsche und das ist einfach mega. Diese Kissen kommen zum Beispiel auch in unsere Buddies rein. Seht ihr hier im Hintergrund. Aber das soll dann ein anderes Video werden. Haben auch eine Dauer von 30 Tagen. So, und die letzten im Bunde. Unsere Sensi Pots. Das sind auch hier so. Lavender Cotton. Oh, mega. Auch so kleine Duftkügelchen drin, wie unseren Scentpacks. Und die sind zum Beispiel für unseren Sensi Go oder für die Mini-Ventilatoren, die wir haben. Haben ungefähr Pi mal Daumen auch 120 Stunden, kommen immer im Doppelpack. Also ein Pott 60 Stunden. Und ich sag's euch, meine haben bis jetzt immer länger geduftet. Ist auch eine feine Sache und gibt es auch in verschiedenen Duftrichtungen, mittlerweile auch in einigen mehr. Und der Lavender-Cotton, der kommt auch wieder ins Auto. Ist einfach mega. So, das war's jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mini-Einblick verschaffen in meine große Sensi-Welt. Kleiner Hinweis noch von mir. Unser Herbst-Winter-Katalog gilt jetzt noch bis heute, beziehungsweise ganz morgen früh.
Da bekommt ihr noch unsere Winterdüfte, wie zum Beispiel den Blueberry Rush oder den Winterberry Apple Tea. Und ich habe jetzt leider meinen wunderschönen Blueberry Rush fallen lassen. Oh mein Gott. Egal. Okay. Es gibt auch auf die Disney Bars diesen Monat noch 10%. Also nicht nur auf die normalen Bars, sondern auch auf die Disney Bars 10%. Es werden auch einige rausfallen. Deswegen solltet ihr noch zuschlagen, wenn ihr Herbst-Winterdüfte haben möchtet. Und nämlich morgen startet unser Frühjahr-Sommerkatalog. Und ich kann euch sagen, mega. Der ist wirklich mega. Es sind wieder so wunderschöne Lampen drinnen. Und ich kriege mich jetzt hier schon gar nicht mehr ein vor Begeisterung. Deswegen, in diesem Sinne, wenn jemand von euch die Auslaufliste haben möchte, was also alles noch rausfällt, oder ich kann, wenn es funktioniert, dass ich sie unten hier noch einfüge, dann kann ich das gerne tun. Dann könnt ihr das noch auf meiner Seite kaufen. Und ich würde mich freuen für ein Däumchen für mein allererstes Video. Ich hoffe, die nächsten werden dann nicht so holprig. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Und wie schon gesagt, dann müsst ihr jetzt durch mit mir. Also, dann habt noch einen wunderschönen Restsonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!